Hallo und willkommen zurück zu Factorio Panodon. Ich habe ein bisschen Material geholt und da ist mir eine Sache aufgefallen, und zwar unsere Gummifabrik hat kaum noch was ausgespuckt. Wo ist sie überhaupt? Nee, sie ist ungefähr hier. Und da lief nur noch eine von diesen vier Maschinen. Das Problem war hier, Aromatics war leer. Und da ist mir eingefallen, dass wir doch kürzlich erst Aromatics aus irgendwie Pflanzen oder so hergestellt haben. Und das Einzige, was ich jetzt geändert habe, war ein Rohr zu verbinden. Wenn ich es denn jetzt wiederfinde. Hier. Das eine Aromatics-Rohr. Das ist das neue, hier das linke. Und das rechte ist das alte. Einfach verbunden, Gummifabrik läuft wieder. Wunderbar. Problem gelöst. Wenn nur alles so schnell gehen würde. Jetzt geht es darum, unser Stahlwerk aufzustellen. Und es geht los mit Casting Units. Ich fange wieder an, das von hinten nach vorne zu bauen. Ich muss mal überlegen, ich muss das Ganze auch vierfach aufbauen, ne? Also es muss jetzt schon irgendwie ein vernünftiger Block werden. Oder soll ich doch hier anfangen mit Eisenerz? Ne, warte mal. Eisenerz hätte ich wohl doch lieber im Süden. Dann könnte ich da nämlich nochmal so Eisenerzbahnhöfe aufstellen. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo würde ich hier flüssigen Stahl anbringen wollen? Das wäre ja eigentlich hier. Da. Wo ich es dicht gebaut habe. Dann bin ich irgendwie geistig umnachtet. Kann das sein? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Was habe ich denn da für einen absoluten Bockmist gebaut? Ich muss hier doch noch Rohre anschließen für Stahl. Für flüssigen Stahl. Und wenn ich das mache, dann habe ich nicht genügend Greifarme. Okay, wir müssen es ein bisschen anpassen, denke ich. Das sollte aber machbar sein. Nehmen wir das hier mal eben kurz weg. Und die Dinger müssen hier weg. So haut es nicht hin. Und zwar, weil damit wir genug Greifarme haben, muss ich hier noch ein Fließband so quer durchlegen. Also das, ja, ich weiß noch nicht. Eins von den beiden lege ich hier halt in die Mitte rein. Und dementsprechend müssen wir das hier jeweils um zwei nach unten ziehen. Aber dann nehmen wir den mal eben weg. Ach, darf ich natürlich nicht. Ist klar, weil ich habe wieder meine Taschen voll. Hatte ich mir so schön überlegt, jetzt viel Kram dabei zu haben, damit ich nicht so schnell wieder nach unten gehen muss. So. Eins, zwei, drei Platz brauche ich dann. Eins, zwei, drei Platz. Nee, gar nicht. Ja, hier also nur ein. Hier 1, 2, 3 Platz. Und schon ist es hier wieder ein bisschen tiefer als da. Letzte Folge war es hier noch ein bisschen zu tief. Jetzt ist es rechts halt ein bisschen zu tief. Okay. Du sollst herstellen. Das. So, und dann. Mal so rum. Jetzt muss ich mal gucken, was ist denn hier am meisten? Davon brauchst du 1,5. Das kann also bleiben. Achso, warte mal, du brauchst gar nicht so viel pro Sekunde, ne? Das ist aber trotzdem.
Hier brauchst du 3,5. Also zwei blaue Ärmchen würdest du schon brauchen. Und das schaffen wir nicht mit drei blauen Ärmchen in der kleinen Fabrik. Also machen wir Folgendes. Ich glaube, ich mag es lieber, das linke Band rüberzulegen. Aber bevor ich das entscheide, muss ich erstmal die Rohre verbinden. Da reichen eigentlich zwei rote Bänder. Wenn ich, ach so genau, hier habe ich ja genug Lücke. Ich muss gar nicht groß überlegen. So ist doch besser. Weil ich dann ja eigentlich hier direkt rumgehen kann. Und jetzt brauche ich doch mal wieder ein bisschen Fließbänder. Und da hatte ich gesagt, sicherheitshalber drei von denen. So. Und hier dann auch. Warte mal, nee. So rum. So, und jetzt brauchen wir zwei rote Ärmchen. Reicht das für Kupfer und Kobaltextrakt? Ja. Dann machen wir das 1, 2, 3, 4. So, dann brauchst du hier noch Strom. Also erstmal. Ja. Ihr müsst dann noch ein bisschen umziehen. Du musst umziehen. Achso. Ja. Das muss hier alles nochmal eben kurz weg. Zwei rote, einen blauen muss ich mir nur merken. Passt es nämlich wieder. Zwei rote und einen blauen. Und einen Strom. Und kramlos werden. Warte mal, erstmal das Zeug hier. Ja. Dann machen wir jetzt die Kiste. So, was haben wir sonst noch für Müll hier? Kann ich behalten. Niobium kann ich behalten. Schwefel weg. Ein bisschen Kupfer weg und dann passt das. So. Jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema. Ach so, dass das jetzt hier noch runter geht, ist mir egal. Stahl müssen wir hier anschließen. Hier. Der Vorteil ist jetzt eigentlich, dass wir das hier so runtergelegt haben. Wir können es eigentlich auch von links abholen. Da. Wunderbar.
Zweiter Versuch. Jetzt ist nur die Frage. Wie viel Platz brauche ich? Also eigentlich brauche ich ja 5 von diesen Dingern. Ich will erstmal nur eine bauen. Das ist echt schwierig, sich jetzt einen Platz zu überlegen. Vielleicht wäre es am besten. Achso, ich habe übrigens das Zeug gar nicht dabei. Na komm, die Kiste bleibt da mal. Jetzt habe ich oben noch in der Kiste die ganzen Fabriken. Hier links da. So, ich gebe dir mal meine Schienen und dafür nehme ich mir das. Brauchen wir sonst noch die Dinger? Einen davon, 8 davon, also das. Einen davon kann ich auch 2 nehmen, ist egal. Dann davon welche. Die und die. Und 10 davon. 10 davon. Die und die. Achso, das sind Roboports. Okay. Ja. Das sollte passen. Ist es denn wahr? Hat der extra auf mich gewartet, der Zug? Tja. Brauchen heiße Luft und Sandcasting. Sandcasting kriege ich doch hier schon irgendwo. Da oben auch bei den Stahlwerken. Ist die Frage, läuft das hier ganz runter? Nö. Und wie viel wäre das überhaupt? Das wären na einer pro Sekunde, also 5 pro Sekunde, das ist nicht so viel. Ich könnte das aber noch hier runterführen. Ja. Ich versuche das mal. So, hier wäre angrenzend, hier wäre normal. Jetzt brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lücke vielleicht. Mal schauen. Ne, was machst du? Du machst Stahlträger. Sorry, ja, das wollte ich jetzt ja gerade nicht. Das kommt auch noch. Da habe ich mich vertan. Ich wollte die hier haben. 8 Stück davon. Acht Stück. Nee. Nee, warte, aber warte mal, mit den Stahlträgern vielleicht ist es gar nicht so schlecht.
Erster Entwurf. Achso, erstmal sehen, passt das mit den Rohren noch. Du brauchst ja hier auch den Anschluss. Und das würde gerade so gehen. So, dann brauchen wir da in der Mitte heiße Luft. So rum. Und dann würde das da entsprechend hochgeliefert werden. Davon brauche ich ja nur einen. Davon brauche ich im Endeffekt 40. Wie groß sind die Dinger nochmal? Ja, auch so groß. Das sind 15. Acht kriege ich auf jeden Fall hin. Ich fange mal hier unten an. Dieser Höhe hier. Moment mal so. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4 Lücke hätte ich schon mal ganz gerne. Und ein Fließband und einen Greifarm. Testweise. Okay. Ach, warte mal. Da, genau, das kann ich machen, natürlich. Ich muss ja nicht 5 Reihen A8 machen, sondern ich kann auch 4 Reihen A10 machen. 9. 10, das wäre sogar besser. Ist das das richtige Rezept? So viel Coke? Oh wei. Das gibt Probleme, das gibt Probleme. Ja, ich denke mit 4 Reihen ist gut. Dann kann das Kokeband in der Mitte. Wenn das dann rot ist, kann das beide versorgen. Ach so, ein Sauerstoff. Ja, Sauerstoff ist egal. Hä? Ach so, flüssiges Eisen. Ja. Da kommen dann 10, die hier das Zeug liefern. Ich weiß es noch nicht. Es ist nicht einfach. Davon bräuchte ich 50.
Tja. Entweder so. Oder so. Das gefällt mir beides nicht, weil also andersrum geht es gar nicht. Warte mal, nämlich wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, noch so einen rüberstelle. Dann passten hier die Anschlüsse ja nicht. So rum kann ich es gar nicht bauen. Also muss ich schon so rumbauen. Und mir gefällt auf einmal auch die Idee nicht mehr, dass ich erstmal ja hier ein so ein Teil baue, also quasi das hier einmal aufbaue und das dann viermal vervielfältige, weil das dann mit den Anlieferungen Probleme macht. Wenn ich das stattdessen direkt fünfmal baue, dann ja, muss ich die Fließbänder nicht so oft legen und so. Das denke ich besser. Das heißt, ich würde es dann als Geist quasi legen. Ja, ich muss jetzt aber mal gucken. Ach, hier kommt noch das doofe Flugas raus. Ich habe hier dasselbe Problem. Ach, warum macht ihr solche Sachen mit mir? Ja, dann geht das so schon mal nicht. Zwei, drei, oh, vier Abstand. Oder ich baue das so ein bisschen versetzt, kann ich natürlich auch machen. Ich habe nach oben ja noch einen Tick Platz. Wenn der Anschluss dann mit dem übereinstimmt, aber dann passt der trotzdem nicht mit dem überein. Ich das so drehe. Ich muss es mal ausprobieren. Also warte mal. Zwei höher? Oder vier höher? Das passt ja mit dem einen Abstand hier bestimmt nicht. Ich teste mal vier höher. Eins, zwei, drei, vier. So, da würde es passen. Achso, da würde es auch passen. Ja. Das könnte was sein. Komme ich da ein Stückchen höher, das ist egal. Nur mal eben sehen, dass die
Ausrichtung stimmt. Einen nach rechts muss ich es drehen. Man sieht es ja so nicht. Jetzt muss ich einmal nach rechts drehen. Na, das sehe ich auch schlecht jetzt hier. Ich habe keinen Bock auf Geister legen. Ich kann es gleich einmal duplizieren. Und ich habe auch gar nicht genug, ne? Oder doch? Das sind 20. Ach so, muss ich das jetzt überhaupt so weit auseinanderlegen? Ah, ich bin so dumm. Natürlich nicht. Wenn ich das einen dichter ransetze, dann könnte ich das hier so verbinden. Eigentlich könnte ich das alles so verbinden und dann die Rohre nur so abwechselnd runterziehen. Das würde gehen. Und in der Mitte das Coke-Ding. Ja, das ist gut. Also hier nochmal kurz weg. Und er hat es überhaupt nicht gedreht hier. Warum macht er so einen Mist? Ich hatte eben gesagt, dreh es und er macht es nicht. Also bevor ich es gesetzt habe, habe ich doch einmal R gedrückt. Nächster Versuch. 1, 2, 3, 4 und nach da. So. Würde gehen, ja. So. Das Blöde ist, dass ich da nicht mehr durchlaufen kann, ne? Deshalb machen wir es vielleicht anders. Wenn ich das so mache. So. Kann ich im Slalom noch durchlaufen. Ich überlege jetzt gerade mal, ob das mit Copy und Paste vielleicht schneller geht. So. Nein, so. Er macht da nicht, das ist Grütze. Er überschreibt einfach nicht. Weg. Jetzt habe ich hier überall die Rohre, die ich da nicht so haben darf. So. Nächster Versuch.
Und ich hätte natürlich auch direkt noch mehr machen können. Weg mit dem. Denn hier. Müssen wir jetzt so noch gehen. Und so. So, und wenn ich das jetzt kopiere, dann müsste ich das immer anlegen können. Das geht besser, ja, es geht ganz gut. So. Jetzt fehlt noch ein Anschluss hier. Und da ist angeschlossen. Und unten. Auch okay. Dann braucht ihr Coke. So, dann braucht ihr unterirdische Bänder. So. Dann muss ich mal gucken, wie viel Fluggas wird erzeugt. 62,5 pro Sekunde. Das ist nicht so viel. Aber das mal 20 ist schon eine Menge. Oder mal 10 sind 600. Wie viel kannst du eigentlich entsorgen? Warte mal, du. Fluggas. Weiß ich nicht. Okay. Machen jetzt erstmal hier Stahl.
Moment. So, ein Fluggas können wir dann oben entsorgen. Da haben wir noch ein bisschen Luft. Hier. Jetzt fehlen mir dafür die Eisenplatten. Kein Problem, die haben wir da unten. Ich mache erstmal 5. Mal gucken. So, also genau, hier auch noch unterirdisch. Und jetzt hier Fluggas. Ich hätte da gerne noch einen Strommast zwischen, also so. Das ist blöd. Müssen wir dahin. So. Können wir noch 5 von den Dingern bauen zur Sicherheit. Oder ich brauche noch 3, dann haben wir. Okay, ist okay. Wenn ich sie denn finde, da. Moment. Hä? Jetzt habe ich nur 4? 7? Was?
Okay. Ja. Da sollten die auf jeden Fall entsorgen können. Jetzt brauchen wir Coke von da links. Da brauchen wir noch viel, viel mehr Coke. Also von da brauchen wir Coke. Ja, dann ist im Überlegen. Ist es möglicherweise sinnvoll, hier auch Graphit anzuliefern und die Dinger wegzumachen? Mal 10, also 3,3 Graphit. Ich denke, es wäre besser, wobei ihr braucht die sowieso noch Coke. Ach komm, ist mir jetzt egal. Nicht jetzt. Jetzt erstmal so, dass es prinzipiell funktioniert. Prinzipiell funktionieren heißt, dass das hier wegkommt, so. So. Muss die heißen Steine noch mal eben loswerden. Wir da drüber. Ja, wunderbar. So, jetzt muss das ganze Ding ja auch noch mal kopiert werden. Nachdem ich da Strommasten gesetzt habe, ganz genau. So, und hier reicht ja einer. Nun gut, dann versuchen wir das mal zu kopieren. Mit dem ruhig. So, da wäre es deckungsgleich. Da wäre es direkt daneben. Was mir nicht gefällt, deshalb machen wir noch mal 1, 2, 3, 4 Luft. Ja.
Reicht mir das? Ja. Big Rock is in the way. Das ist ja toll. Dann mache ich es mit Shift. Und guck mal eben, wo der blöde Big Rock ist. Okay. Das geht ja nochmal. Und was hat der genau jetzt blockiert? Nichts, ne? Der hat gar nichts blockiert, glaube ich. So, hier ist das okay. Sollte funktionieren. Warte mal, jetzt brauchen wir das nochmal so. Wenn ich das so mache. Dann hier so rüber gehe. Und damit hier rüber gehe. Komme ich da nicht rum? Ja, ist mir jetzt egal. So, ihr braucht jetzt sonst noch was, ne? Ne, Sauerstoff noch. Sauerstoff können wir uns von links oben holen. Ich brauche dafür ein paar Rohre. Und zwar jede Menge. Ich vernichte da nämlich sowieso Sauerstoff. Warte mal, das hier ist heiße Luft. Dann würde ich mit dem Sauerstoff ja mach das hier nochmal weg. Gehen wir da lang. So. Hier rüber. So. Okay. Ungefähr bis hier. Muss man mal schauen. Jetzt von oben runter. Das könnte eng werden. Ja, man denkt, das ist gleich eben so um die Ecke hier beim Werk, aber doch ein weiter Weg. Es ist hier. Gut. Da wäre das.
ein. Daran soll es nicht scheitern. Hier wird's eng. Das geht da nicht. Und da geht's sowieso nicht mehr. Ey, das wird ganz eng hier. Also. Machen wir die Dinger hier schon mal weg. Nee, halt auf hier so einen Scheiß zu machen. So, Graphit kommt jetzt hier vom Bahnhof. Das kann also weg. Ich überlege gerade, wie ich das jetzt mache. Ich denke, ich lege einfach von hier nach oben. Also beziehungsweise so. Was war das jetzt? 3,3 pro Sekunde. Das schaffen die Greifarme locker. Jetzt muss ich nur schauen, wo ich hier rüber komme. Würde ich mal sagen, so hier ungefähr. Gut, damit sollten die zurechtkommen. Genau, die hier geht sowieso auf eine Fließbandseite. Jetzt brauchen die noch ein bisschen Coke hier, aber nicht so viel. Und das kann auch direkt hier hochgeführt werden. Achso, da geht es auch noch hoch. Das ist kein Problem, machen wir es halt andersrum. Also einmal hier. Ja, Strommast ist im Weg. Dann so. Und darum.
So hat keiner gemeckert, dass er keinen Strom hat. Wofür braucht ihr jetzt hier noch so viel Coke? Ah ja, da hoch, ja, ja. Ich entsinne mich so. Will ich jetzt gar nicht gucken. Das hat auch noch Verbesserungspotenzial da oben. Aber momentan geht's. Denn da oben liefern wir auch noch mal Coke an. Also das müssen wir gar nicht so hochbringen. Von hier unten. So. Deswegen tue ich das. Genau, ich tue das, um diese Rohre hier zu verlegen. Ah genau, da kam ich aber nicht durch, durch diese Dinger. Ich da so vorbeigehe. Würde das wohl gehen? Machen wir mal. So. Ja, den Sand können wir gerne wieder haben. Ist auch gerade so wunderbar. So, haben die Sauerstoff. Das kann man ja nochmal verlegen, wenn hier tatsächlich Öl gefördert wird. Ich sollte sowieso überlegen, dass ich den Kram jetzt nicht zu weit nach links noch baue. Dann lieber nochmal was nach unten. Sandcasting brauchten die noch. Nee, brauchten die nicht. Nein, Blödsinn. Die haben jetzt hier alles. Die brauchten jetzt flüssiges Eisen. Und da brauchen wir dann 50 von den Dingern. Das ist ganz schön viel. Ich müsste eigentlich noch mal 10 von denen bauen. Ich habe nämlich keine mehr. Ne? Da habe ich sowieso kein Eisen mehr. Ja, das übliche Materialproblem mal wieder. Die brauchen auch Sauerstoff. Und zwei Dinge. 50. Das ist relativ übersichtlich hier mit den 3,8. Ich überlege nur gerade, wie ich 50 aufteile. 2x 25, das ist mir die Reihe zu lang. 4x 12. 4x 13. Oder doch 5x10. Eigentlich brauche ich gar nicht 50, sondern ich brauche 58. Damit ich hier noch meine Eisenplatten kriege. Das reicht auch nicht. Das müssen wir auch doppelt machen. Also brauche ich 58 und 8 sind 66. Und 66 sind ungefähr 8x8.
Also 8x8 sind 64, aber auf den, das bisschen Schwund würde ich dann sogar noch setzen. Und das setze ich dann aber nicht links daneben, sondern... Jetzt wird er noch genug Eisen für einen, ja. Dann kann ich das zumindest als Geist nochmal hier irgendwie hinsetzen. Beziehungsweise... Ich setze dich hier mal eben als Geist hin. Ich hoffe, der beschwert sich nicht, dass hier jetzt dann so ein Stück Kohle liegt. Wahrscheinlich wird er sich beschweren. Ich mach das mal weg. Acht mal acht. Hier ist auch wieder ein Ölfeld. Es ist überall ein Ölfeld, wo man hinguckt. Ich glaube, auf die Titanendinger muss ich wirklich verzichten. 10 Millionen. Das Eisen werde ich brauchen. Nee, also doch links daneben. Könnte ich dieses Feld sogar noch ausgespart lassen. Ja, ein Stein ist im Weg, genau. So, da wäre es direkt dran. Ginge das vielleicht sogar? Ich will es mal eben testen. Aber ich glaube, das ist Blödsinn. Es würde da gehen. Vielleicht ist es doch kein Blödsinn. Der braucht ja nur Unslimed Iron und Borax. Ich denke, ich mache das. Okay, dann gehen wir hier immer so runter, so. Und hier, ja, 1, 2 Fließbänder und 1, 2 Greifarme. Das geht so nicht. So. Sauerstoff hier kein Problem, können wir hier direkt runterlegen. So rum, ne? Und dann machen wir ein Boraxband, was von oben kommt.
wobei mir das eigentlich auch nicht gefällt. Haben wir hier noch einen Bahnhof frei? Auch nicht, ne? Das ist, ich glaube, ist alles voll hier. Das ist mal eben so. Das Ding weg. Q, so. M. Nein, hier ist alles belegt. Das weiß ich. Da hätten wir noch was frei. Nein. So geht das nicht. Wir müssen hier noch einen Bahnhof bauen. Wir brauchen ohnehin einen Bahnhof, um Salz, Öl und Titan entgegenzunehmen. Und Eisenerz und das nicht alles. Also hier muss ein Bahnhof hin und muss Borax von unten nach oben geliefert werden. Genauso wie Slimed Iron. So, dann würdest du muss mal gucken mit dem Strommast. Das wäre dann. Das ist ungünstig, das hier an die Ecke zu setzen, fällt mir gerade auf. Eigentlich wäre das dann hier besser. So. So. So, dann kann der von beiden Fließbändern abgreifen. So. So, das kann ich gleich kopieren. Dann brauchen wir aber noch eine Eisenleitung. Achso, warte mal. Was hatte ich jetzt gesagt? 8x8. Oder 7x10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind 10, weil es sich so schön aneinander schmiegt. Würde ich dann auch wieder 10 runtergehen. Und ich muss mal eben gucken, wird das mit dem Eisen passen? Du produzierst 5 Eisen pro Sekunde und du brauchst wahrscheinlich mehr. Ja, du brauchst 6,25. Müssen das dann also verbinden? Das unten. Im Prinzip ja. Achso, es ist ja schon verbunden. Okay. Dann würdest du dich auch so verbinden. Brauchst du sonst noch was? Ach genau, du brauchst noch Treibstoff. Ja.
Eieiei. Wenn ich auf das Boraxband auch Treibstoff lege, das sind 3,8 pro Sekunde, die da benötigt werden, mal 2. 7,6, ja, das würde noch auf eine Fließbandseite passen, es geht. Ist okay, ich denke, wir können das so kopieren. Nee, da nicht mehr. So, und jetzt kann der eigentlich da direkt mit dran. Genau. Müssen wir mal gucken, wir haben jetzt 20 quasi aufgestellt. Dann wären das 40. Oder ist das im Weg? Ja, Bäume. So, wir sind immer noch bei 40. Da, okay. Sechzig. Ja, machen wir 80. Würde ich sagen, wir brauchen 66. Ein bisschen mehr schade nicht. Warte mal. Genau, hierfür brauchen wir 50. Und dafür 16, genau, sind 66. Wenn ich jetzt 14 zu viel mache, wäre das nochmal mehr Eisen, aber brauchen wir so viel? Nee. Ich glaube, ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Ich bleib erstmal bei den 60. Haben wir 10% zu wenig.
Dann kommen halt weniger Eisenplatten. Na, wir brauchen aber viele Eisenplatten. 25 brauchen wir hier schon. Bei 66 haben wir 35 Eisenplatten zur freien Verfügung. Aber pro Sekunde. Andererseits muss ich die auch mit versorgen. Ich setze sie erstmal. Haben wir dann 80. Genau, 80 ist ganz gut. Dann kann ich zwischendrin nämlich auch was rausnehmen für einen Roboport und so. An die habe ich jetzt nämlich noch gar nicht gedacht. So, der nächste Step. Wären die Dinger. Wenn ich jetzt hier 80 gesetzt habe, wären das halt 48. Die Anlage wird so groß, die kriege ich gar nicht versorgt. Und ich verliere den Überblick. Zehn müssen durch sechs versorgt werden. Die liefern dann das Zeug und brauchen nur Flüssigkeiten. Also müsste ich die eigentlich. Hier drunter stellen können. Aber mit einiger Lücke. Genau, dann würde ich das nämlich so machen. Nehmen wir das hier als Maßstab. So. Ja, das ist ein bisschen unschön. Vielleicht geht das so. Ja, brauchen zwei Sachen. Jetzt ist der nächste ja auch dran, der muss hier rüber. 1, 2, 3, 4.
Okay. Hier ist einfach. Dann muss ich das hier eigentlich so machen. So. Da müssen zwei Bänder durch. Tun wir mal so, dass auf dem rechten Band die Ausgabe hier liegt. Und das linke ist das Borax, das läuft einfach so durch. Das würde gehen. Strommasten können hier so hin. Ist das so richtig? Ja. Jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich beim Stahl lande. So, da haben wir 1, 2, 3, 4. So, und das Ganze da brauche ich immer 6, ne? Um 10 zu versorgen, brauche ich 6 davon. Ich sehe nichts. Dann 4. Fünf.
Sechs. Ja, da muss ich denn das Tailings loswerden. Bin ich da jetzt, sag 50 Dinger haben wir da ungefähr von. Dann sind das 1600 die Hälfte, 830 pro Sekunde an Tailings. Das finde ich hier nie, ne? Ich kann es filtern zur Asche. Ist ganz toll. Ah, hier Biofilm, Acid Gas. Ich weiß nicht, ob ich so viel Acid Gas brauche. Keine Ahnung. Oh ja. Oh ja. Für die Holzproduktion. Jetzt nochmal überlegen, wenn ich jetzt knapp 1000 Tailings produziere pro Sekunde, dann ist alle 25 Sekunden müsste ein Waggon gefüllt werden. Nehmen wir mal an, ich baue einen Zug, der drei Waggons hätte. Dann müsste alle 75 Sekunden ein Zug vorbeikommen, der das abholt. Das ist der Wahnsinn. Eher so. Oder so, Coal Water Slurry, kann ich daraus wieder neue Kohle machen? Nicht so richtig. Wäre zu einfach, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich glaube, ich kipp das weg. Phytomining, das können wir forschen. Aber dafür brauchen wir denn diese Pflanze. Grott. Ja, Tin-Enriched Biomasse. Ich weiß nicht, wofür wir das alles brauchen. Ich habe da echt erstmal keine Verwendung für Tailings. Warte, was war das noch mit 1? Ja, Seeschwamm. Oh. 70 Sekunden. Das heißt, mit 70 solchen Fabriken kann man dann 100 Tailings pro Sekunde loswerden. Okay, also doch noch mal darauf zurückkommen. Da könnte ich immerhin. Tja, Brennstoff herstellen. Warum nicht? Mit Biomasse. Oder Benzen und Aromatics. Wir brauchen eh viel Aromatics.
Benzin glaube ich nicht so. Ah, oh, ist alles so kompliziert. Ach doch, Nylon, dafür brauchen wir Benzin. Benzin, sorry, ich bin gegen den Tisch gekommen. Mann, 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 das ist so kompliziert. Ja, dann ist das doch vielleicht das Interessantere. Aber ich kriege kein Chlorin zusammen. Das hatten wir schon mal. Chlorin kriege ich nur da drüber und das ist richtig blöd, weil dann bleibt dieses Zeug da übrig. Kann ich machen. Nee, ich drehe mich im Kreis. Ich kann jetzt stundenlang nach Rezepten gucken. Das bringt mich jetzt nicht weiter. Ich muss hier noch eine Roboterfabrik aufbauen, die das alles aufbaut. Jetzt brauchen wir. Acht von den Dingern. Ja, das ist mir jetzt zu kompliziert. Ich muss jetzt aufhören und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.